Damals kam er quasi als Ersatz für die heutigen Bundesligaspieler Max Kruse und Martin Harnik zur A-Jugend des SC4 und Marschlande. Heute macht er seine Tore für den Ostbezirksligisten FSV Geestacht. Ich begrüße recht herzlich heute bei mir auf dem Sofa zum Elbkick TV Talk Sascha Korndörfer. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Du warst ja 2007 im erweiterten Bundesliga-Kader der A-Jugend beim SC4 und Marschlande. Max Kruse und Martin Harnik stammen auch von diesem Club. Die beiden haben den Sprung in den Profibereich geschafft. Was hat bei dir gefehlt? Warum hast du den Durchbruch nicht geschafft? Ja, ich sag mal so, ich habe versucht immer die leichten Wege zu suchen und habe da, wo es schwer wurde, sie mich durchzusetzen, unter anderem mit Nils Pichenhut, der jetzt in der dritten Liga spielt, und Jan Cetinkaya und so, das sind alles super Fußballer, und ich habe den leichteren Weg genommen, bin in die zweite gegangen, statt mich reinzubeißen, durchzubeißen, und habe dann ja irgendwie die Erfolgsspur verloren. Jetzt spielst du beim FSV Geestacht in der Bezirksliga. Dort gab es ja zur Winterpause einen Trainerwechsel. Olaf Poschmann heißt der neue Mann. Was hältst du von ihm? Ich finde, Olaf Poschmann ist ein super Trainer. Ich finde eine zweite Vaterfigur. Also ich finde, der Mann verbringt Wunder. Also ich finde, er hat mir sehr geholfen. Ich hatte ein tiefes Loch privat und auch fußballerisch. Er hat mich da rausgeholt, und dafür möchte ich ihm mit Toren danken dieses Jahr. Okay. Zuvor war der Trainer Henrik Vogt. Wo sind die größten Unterschiede zwischen den beiden Trainern? Ich finde, also Henrik Vogt war auch ein guter Trainer, nur hat immer den gesamten Kader angesprochen und hat sich nicht mal, also mich hat er auch gut aufgebaut in ein, zwei Sachen, aber er hat so ein, zwei Dinge, wo ich dachte, passt nicht so. Aber bei Olaf Poschmann ist das so, ich finde, der passt wie die Pause auf Auge auch beim Team. Der kommt mit jedem Spieler gut klar, mit den Jungen geht er gut ein, und also ich finde, ein sehr guter Trainer. Ihr seid momentan Tabellenachter. Was meinst du, ist diese Saison noch drin bei euch? Ich tippe uns auf Platz 1 bis 4, also Platz 1 nicht mehr, aber von 2 bis 4. Da wir einen sehr starken Kader haben und alles drin ist, in der Liga schlägt jeder jeden. Wir haben die 6-Punkte-Spiele jetzt nächste Woche, übernächste Woche mit Düneberg und SVNA. Und wenn man die schlägt, ist die Saison noch alles drin. Ja, der zweite Platz ist noch Berechtigung für die Relegationsrunde, genau. Aufstiegsrunde zur Landesliga. Genau. Eure Heimspiele sind ja nun in der Rückrunde komplett alle ausgefallen. Was ist da los in Geestacht? Ja, wir haben das Problem, dass die Stadt die Plätze verwaltet und beim kleinen WWchen schon die Plätze sperrt leider. Deswegen trainieren wir ja bei Düneberg auf dem Platz, mittwochs und freitags. Und montags gehen wir halt überwiegend laufen. Und ja, deswegen sind die Spiele alle ausgefallen. Ja. Die Planung für die neue Saison laufen ja auf Hochtouren. Spielst du auch nächste Saison noch in Geestacht? Nein, ich wollte den Verein schon im Winter verlassen, habe dann mit Olaf Poschmann ein vernünftiges Gespräch geführt und haben uns dann geeinigt, dass ich im Sommer den Verein verlassen werde. Warum? Ich will mir neue Ziele stecken, ich versuche weiter zu planen. Ich meine, ich bin jetzt 20 und möchte schon mit Mitte 20 noch was erreichen und nicht in der Bezirksliga rumreizen. Und ja, ich möchte nicht im Schatten von André Vengora stehen, sondern später dann die jungen Spieler bei mir im Schatten stehen. Okay, aber der neue Verein, der steht noch nicht fest. Das bleibt noch mein Geheimnis. Das bleibt dein Geheimnis. Abschließend dann die Frage, du sagtest schon, du bist 20 Jahre alt, noch relativ jung. Wo siehst du dich in 5 Jahren Fußball spielen? Ja, ich hoffe immer noch im selben Verein, da wo ich jetzt hinwechseln werde. Ja. Und hoffe, dass ich da auch in der ersten Mannschaft in der Oberliga spielen werde und mich da als Stammspieler durchsetzen kann. Super. Dankeschön, Sascha. Schön, dass du da warst. Danke. Sascha Korndörfer wird den FSV Geestacht zur kommenden Saison verlassen. Wir sind gespannt, ob er seine ambitionierten Ziele erreicht, drücken ihm aber dafür fest die Daumen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.